Juhu, ja. Es geht weiter mit Final Fantasy 2. Was soll ich sagen? Ich habe jetzt ihn gelevelt, wie ihr gerade seht. Ich habe außerdem bei dem Turm das gedrückt, deswegen kam auch diese Passage mit dem Kristallstab und an sie diese Sache mit Kristallstab. Okay, diese Folge wird extra lange sein, weil in dieser Folge werde ich diesen Turm besteigen und noch in der Stadt finden, auch was Bestimmtes machen, um im nächsten Folge, bei Folge 16, fast beim Ende zu sein. Ich bin dann beim vorletzten, nein, vorvorletzten Dungeon dann. Aber erstmal in den... Ja, okay, nochmal die Sequenz. Das ist doch nicht deren Ernst, dass ich jedes Mal das drücken muss. Ja, ich bin jetzt drin. Aber die Musik ist geil. Haben wir dann auch erledigt, gut. Ganz schnelle Kämpfe, gut, gut. Ach, Mann, okay, kurz heilen. Und ich habe mit, also, der Trick ist es, ach ja, es gab noch ein paar Dinge, was ich rausgefunden habe. Mit dem, was ich einmal erzählt habe, mit Wechseln, ihr geht zu schwachen Monstern, wechselt mit dem der HP. Damit, und dann, wenn ihr am Ende gewonnen habt, kriegt ihr HP Plus, also HP-Erhöhung, MP-Erhöhung, Zauberwerterhöhung und Konstitutionserhöhung und alles Mögliche. Und man kann in diesem Spiel Puzzle spielen, indem man in den Schneegebiet, ihr wisst ja, wo man mit den Schneegleiter hingehen soll. Ihr seid auf dem Feld, also im Schneegebiet. Ihr müsst die ganze Zeit den Knopf, den B-Knopf gedrückt halten und 22 mal A drücken, aber ihr müsst mit dem Schneemobil in Bewegung sein. Dann beginnt das Memory-Spiel. Ich weiß nicht, warum das Memory-Spiel drin ist, aber es ist halt da. Man kann da die Genji-Rüstung gewinnen, indem man den Zauber Frosch auf Level 16 gemacht hat. Dann das Memory-Spiel dann auch bei diesem Schneegebiet macht. Dann kann man Genji-Rüstung und alles holen. Ich habe es nicht gemacht, weil ich habe keinen Bock jetzt, den Zauber Frosch jetzt so hoch zu leveln. Nee, kein Bock. Ihr könnt es machen, wenn ihr wollt. Also Frosch Level 16 machen, dann Schneegebiet, B-Knopf gedrückt halten, in Bewegung sein und 22 mal A drücken und dann kommt das Memory-Spiel. Vita. Okay, das haben wir dann auch. Imp, okay, Imp. Sehen wir mal, diese Imps sind eigentlich stark, aber ich will mal wissen, wie ich zu der verfickten Truhe komme. Es muss ein... Ach ja, noch etwas. Ich habe ihm die Ogerjäger angelegt, also an Richard. Damit hat er mehr Schaden, damit macht er auch mehr Schaden, deswegen habe ich ihn das auch an... habe ich ihn dran gemacht. Wie komme ich an der Truhe ran? Haben wir dann auch erledigt. Wartet mal kurz. Okay, rausgefunden. Hier durch und weiße Robe erhalten. Ich weiß gar nicht, ob das weiße Robe jetzt gut ist. Ja. Vielleicht ist es für sie gut. Ja, für sie ist das gut. Gut, gut, gut. Ey, diese Imps nerven so richtig. Okay. Es sind in drei verschiedenen Abteilungen aufgeteilt, der Turm. In Feuer, Eis und Donner. Wir sind gerade im Feuergebiet. Wieso war da gerade der Zorn zu kurz weg? Ich hasse diesen verfickten Turm. Ihr kennt noch bestimmt diese Vampiren da, gegen die ich einmal gekämpft habe. Die Leute, die meine Let's Plays verfolgt haben. Die gibt es hier in diesem Turm auch. Und ich hasse das jetzt schon. Wieso existieren diese verfickten Monster in diesem Dungeon? Ach, fickt euch doch alle, Mann. Heil dich, verdammte Scheiße nochmal. Ich
muss so viel gehen für eine Truhe. Ach, ich hasse diese Vampir-Schlappen. 4 Stück von den Schlampen auch noch. Zum Glück war ich dran mit Angreifen. Kann ich noch Trophy viel bekommen? Tut mir leid, dass ich nicht so viel rede. Ich genieße gerade die Toffifee. Ja, die Musik ist geil. Lecker, lecker, lecker. Haben wir auch erledigt. Hey. Oh. Ach, die Toffifee sind weg. Manchmal regen mich meine Charaktere richtig auf, wenn die so verwirrt sind und dann sich gegenseitig angreifen. Wie viele Heilpusten habe ich noch? Ach, genügend. Speichern. Flammenbogen. Flammenspeer. Also, wir sehen uns da unten beim... zum Eingang zur nächsten Etage. Okay, Leute, es geht weiter. Ach, es geht noch weiter mit dem... Oh, fickt euch doch. Leckt mich, Entwickler. Fickt euch doch. Basilisk. Okay, neue Gegnersorte. Der zweite Kampf in dieser Folge, die ihr sehen werdet. Also gesehen habt bisher. Nein! Richard ist versteinert. Das geht aber schnell mit Goldnadel. Davon habe ich nicht mehr so viel, aber... Egal. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ach ja, was ich mich gefragt habe. Waren sich die Übersetzer irgendwie zu fein, seinen Namen vollzuschreiben? Also Richard. Oder warum steht da nur einfach... Rich. Okay, von da kam ich, dann muss ich da... Antidot habe ich wie viele? Ach, wieso extra Magie verschwenden, wenn ich Antidot habe? Okay, die Bosse in diesem Dungeon sind fick dich doch. Gigas. Es gibt 3 Sorten, wie ich schon gesagt habe: Feuer-Gigas, Eis-Gigas und Donner-Gigas. Ja, das ist die Reihenfolge, die hier ist. Speichern. Und bis hierher habt ihr es geschafft. Doch ihr müsst mich wohl mich besiegen, wenn ihr weiter wollt. Dun, dun, dun. Feuergigas. So. Angriff, du machst Aura auf alle. Das muss eigentlich effektiv bei ihm sein. Wer hat's gedacht? Er hat 2500, glaube ich. Ja, 2500 muss der haben. Stirbst du auch langsam? Ja, er ist tot. Okay, nicht 2500, so... Keine Ahnung, 2000 vielleicht. Hey. Konfus Grimoire. Nehmen. Das war's mit dir. Jetzt kommt die 3. Stufe. Eis. Satanskraut. Satan war wieder im Spiel. Sehen wir. Okay, deren Schaden ist nicht so heftig, aber trotzdem die Nerven auch. Was zur Hölle, die leben. Was? Wie viel HP haben die denn, diese verdammten Kräuter?
Verdammt! Bist du tot? Okay, die haben 1000, glaube ich. Ja, die haben 1000. Die haben 1000 HP. Das wird eine hässliche Kacke werden. Froschschild. Nö, 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 nö. Frosthandschuhe. Sind die besser? Nee, danke. Warte, aber sind das für ihn gut? Das kann ja sein. Ihre sind gegen Hitzeattacken. Nee. Haben wir dann auch? Yay. Frostrüstung. Seht euch, was diese Bastarde mit mir gemacht haben. Ach, ich hasse diese Vampirschlampen. Die ganzen untoten untoten Bastarde. Die können mich alle mal. Warte mal, wenn das der Weg ist. Okay, hier geht's weiter, aber was ist der andere Weg? Okay, das gucke ich gleich, das gucke ich mir jetzt an. Okay, ich habe nachgeguckt, es war nur ein Frostspeer drin. Ich habe den Weg draus gelassen, weil es war nichts Spektakuläres. Man ging rein, links, runter, rechts, runter, Truhe, hoch, links, hoch, rechts, raus. Das war nichts Besonderes, deswegen habe ich rausgeschnitten, so. Ich habe sehr viel gelitten. Die Vampirschlampen haben mich alle fertig gemacht. Und nicht auf die gute Art. Ach, fickt euch hier Schlampen. Oh. Haben wir dann auch. Frostschwert. Diese Imps mit ihren Verwirrkombos. Boah. Okay, dann haben wir das. Oh, sein. So. Ja, das reicht. Angriff. Bis hier habt ihr es geschafft. Ach. Die sagen alles gleich. Alle Copy-Paste. Eisgigas. Mhm. Wartet. Okay, weiter. Ich wurde kurz. Ach, was wollte ich machen? Was mache ich da? Feuer. Feuer und Feuer und Angriff. Eisstufe 16. Okay, nicht so effektiv zum Glück. Hat auch so viel LP wie der andere. Sehen wir mal. Okay, tot. Meine Nase läuft schon wieder. Mann. Ich habe da gerade ein Frostschwert bekommen. Okay, jetzt kommt die vorletzte Ebene. Also die letzte. Ja, die vorletzte. Haben wir dann auch erledigt. Ich habe irgendwie gewusst, dass er in der Ecke eine Truhe sein muss. Ich hoffe, diese Schlampen sind nicht hier. Sie haben mich nur Basilisken angegriffen. Okay. Geht's da oben weiter? Ich habe es irgendwie gewusst. Bitte. Die Entwickler sollen keine Räume machen, wo nichts drin ist. Das ist so sinnlos. Aber richtig sinnlos. Da kriegt man nur so einen Hass auf Räume. So. Ah, okay, gut gemacht. Magusstab. Ach so, ich habe ja keine
Magier, so gesagt. Bisher kam keine Schlampe zu mir. Spinnfaden. Okay. Ich hasse euch Entwickler dafür. Hermesstiefel. Ich muss mal kurz mich aufheilen. Speichern. Wie oft habe ich eigentlich schon gespeichert? Horn erhalten. Speichern. Egal, was ich vergessen habe. Es ist bestimmt unwichtig. Ja. Naruto! Der soll der stärkste von allen sein. Was ist die Schwäche von dem hier? Ach ja, man kann auch mit Beam versuchen, ihn zu töten. Ich versuch's einfach mal. Vielleicht hab ich ja Glück und schaffe ich ihn. Blitzschlag Stufe 12. Hat er auf einen gemacht? Ja, okay, geht ja. Ich hoffe mal, es funktioniert jetzt. Dann ist er sofort tot. Ja, er ist sofort tot. Glück gehabt. Ha. Glück muss der Mensch auch haben. Hey. Speichern. Das ist doch mal eine tolle Sache. Okay. Oh. Ich bin richtig froh, dass Beam jetzt sofort funktioniert hat bei ihm. Okay. Ich hasse immer noch die leeren Räume. Ach, Richard. Wieso lässt du dich immer verwirren von diesen komischen Imps? Das hast du nicht nötig. Du bist was Besseres als die. Ach, die Potions benutze ich jetzt auch einfach mal. So. Von da kam ich, okay. Okay. Solche Schwachmaten von Kämpfer sind das. Sie lassen sich alle verwirren. Komm, wenigstens hast du dann irgendeinen Sinn für deine Existenz, so gesagt. Fürs Heilen. Das heißt aber nicht, dass ich ihn nicht mag. Ich mag ihn trotzdem noch, obwohl er jetzt so oft gestorben ist. Ihr denkt bestimmt, warum geht dieser Vollidiot jeden Raum? Ich bin so dämlich, warum gehe ich wirklich hier auch jeden Raum? Das bringt mir gar nichts. Ach, wartet mal, ich guck mal kurz nach, in welchem Raum was ist. Ich bin umsonst in diese Ecken gegangen. Weil das ist die einzige Truhe, die man hier finden kann. Und die ist auch bewacht. Ich habe einen alten Bekannten getroffen. Gotos war da drin. Und ich habe noch was bekommen. Ripper. Wo ist Ripper, Ripper? Frostschwert. Ey, davon habe ich zwei Stück. Dann ziehe ich das doch gleich an. Frostspeer. Ripper. Warte mal, da setze ich mal zwei Ripper ein. Speichern und so. Das war alles jetzt in diesem Dungeon. Ich bin auch gleich am Ende. Das muss weg. Das hat echt sehr wenig Schaden bei dem Gegner gemacht. Warte mal, ich verschwinde unnötig Zeit hier, Mann. Beruhige dich, Gautam. Es ist alles gut. Alle sind deine Freunde. Froschschwert, so. Okay. Ich bin gleich am Ziel.
Okay, das haben wir dann auch. Sanduhr. Kruzifix. Landmoorball, okay. Wieso Landmoorball? Der ist... Die Frage ist nicht, akzeptiere es einfach, dass da ein Landmoorball ist. Was war der andere eigentlich? Fliegender Moorball oder was ist... Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Frostschwert, ganz gute Schaden. Du bist auch tot. So. Okay. Weißer Drache. Ist er stark? Das müsste er wohl. Ich versuche trotzdem mal Beam bei ihm. Wenn nicht, dann mache ich Aurora. Dann du machst Hast auf uns alle und du machst Beat auf uns alle. Okay, Schaden macht er nicht so sehr. Vielleicht hilft jetzt Beam. Ich hoffe mal. Verdammt! Okay. Aber es hat mir beim Blitz-Gigas geholfen. Das ist was Gutes. Yay. Alle machen einen Sonic. Und nix hat... Angriff. Schneesturm. Okay. Man sieht den Schaden. Das hat sich schon ein bisschen verdoppelt. Okay, er ist tot. Judas-san. Okay, da haben wir das auch. Seht euch das mal an. Was eine Gruppe von Zombies bei mir alles anrichten kann. Ich hasse diese verfickten Zombies. Ich hasse die einfach. Speichern und so. Wie viele wollen noch kommen? Ich habe einfach keinen Bock mehr auf diese ganze Kacke von Monstern. Das Menü. Ich hoffe, keine Zufallskämpfe. Okay, speichern wir mal ab. Ferien, endlich. Ich habe auf euch gewartet. Bis zu dieser Tür konnte ich mich durchschlagen. Doch der Zauber, der sie verschlossen hält, ist mächtig. Ich werde mich nun konzentrieren und all meine magische Kraft auf diese Tür richten. Sollte meine Magie dem Bandzauber überlegen sein, werde ich ihn zerstören. Schlägst du uns oder was machst du da? Trete zurück. Und ich habe es wieder mit dem Lesen, verdammt. Es liegt nur daran, dass ich krank bin. Okay. Er wird zum Hulk, er wird grün. Eine grüne Kamehameha. Okay. Und Richard tut so einfach, ob er so lange dabei ist. Menü. Geht und nehmt euch Grimos an und seid nicht schweren Herzens. Betraut nicht jene, deren Schicksal sich erfüllt hat. Menü. Jetzt starb der letzte. Der vorletzte. Richard muss auch noch sterben. Da sind alle glücklich, dann bin ich glücklich. Nicht, weil die gestorben sind, weil... Dann kann das mit dem Renaissance-Modus dann gut beginnen.
Die Stimme des Kristalls erschallt. Entfangt die Kraft lodernder Flammen. Die Stärke ist gestiegen. Ach so, bei den grauen Kristallen werden unsere Fähigkeiten besser. Der Wille ist gestiegen, aber bei wem denn? Das ist zufällig beim Charakter. Wenn die gelben berühren, dann geht's weiter. Aber ich will mich erstmal buffen. Aber wem das ist? Keine Ahnung. Vielleicht ist auch alles auf einen, oder? Geht das eigentlich? Ich weiß es nicht. Die Intelligenz gestiegen. IQ-Test jetzt über 200 und so. Okay, dann müssen wir jetzt den gelben Kristall berühren. Denn, Die Stimme des Kristalls erschallt. Empfangt die verbotene Macht des ultimativen Zaubers. Ultima Grimoire erhalten. Und zum Teleporter. Okay. Wir sehen uns in Altair wieder. Da gibt es eine bestimmte Sache, die ich da machen muss. Also, bis gleich. Okay, ich bin jetzt in Gardea. Also, man kann nicht mehr in die... Also, genau gesagt. Es ist ein Wirbelsturm in der... ein Wirbelsturm ist rumgegangen in der Welt. In dem... Also, in der Zeit, wo wir im Turm waren, ist ein Wirbelsturm durch die... also, der Imperator hat einen Wirbelsturm durch die ganze Welt geschickt. Da alle Städte verletzt hat, zerstört hat, also die Städte Altair, Gardea, Poft, Polum, können ja nicht mal rein. Und Finn ist die einzige Stadt, die jetzt einfach übrig geblieben ist, wo man reingehen kann. Und was Neues ist, alle schwachen Monster, zum Beispiel, ihr wisst ja, Goblin, Hornissen und so, sind jetzt weg. Da, die wurden durch Soldaten ersetzt oder Herrenführer und alles Gegner. Warte. Also, was ich sagen wollte, alle Monster sind jetzt sehr viel stärker geworden. Alle schwachen Monster wurden ausgeradiert, alle starken Monster sind jetzt da. Hier müssen wir auch gleich was machen, aber ich will mal erstmal pennen gehen. Was zur Hölle? 4000 wollte ich sie... Dafür musst du auch schon was einiges tun. Hm. Naja, das will ich noch in diesem Part machen und danach... geht's im nächsten Part dann weiter. Mit Part 16, dann gehen wir woanders hin. Wo sehr viel starke Monster sind. Ich hab wieder was... Ich hab es auch wieder mit der Grammatik. Und seht ihr diesen Wirbelsturm da? Der ganze hier vorne, da können wir nicht momentan rein. Dafür müssen wir es machen. Erstmal ins Schloss und mit der Prinzessin Hilden, reden. Was hab ich da wieder mit meinem Sprachfehler? Verdammte Kacke nochmal. Als der Strudel das Schiff in die Tiefe sog, wurden wir getrennt. Ich dachte, die Tiefsee sei euer Grab geworden. Schlampe! Ja, fick dich einfach. Die dunklen Mächte, denen sich der Imperator bedient, sind eine große Bedrohung. Altair, Gardea, Palom und Profs. Sie alle sind im Wirbelsturm zum Opfer gefallen. Nun hat der Kurs auf Finn genommen. Lernen. Wirbelsturm. Prüfen. Drachen. Das vom Drachenzahn reflektierte Licht, das auf den Spiegel fiel, hat damals... den Drachen gerufen. Okay. Zweifelsohne kontrolliert der Imperator. Ja, okay, das müssten wir gerade herausfinden. Wo wir endlich die mächtigsten Zauber in unseren Händen halten. Was nützt es? Und wenn ihr... prüfen, Wirbelsturm. Okay, kann ich das auch schon ausrüsten? Glaub eher nicht. Wenn doch... Ach so, jetzt müssen wir den Geheimgang benutzen. Ach, ihr wisst ja, wo der große Spiegel war. Da sehen wir uns gleich dann wieder. Okay, ich bin da. Und vergisst es, wo ich durchgegangen bin. Ich bin noch dämlich. Warum gehe ich auch noch durch den Geheimgang? Da war ja nicht der Spiegel. Es war der andere Weg. Wie die Leute, die wissen, wo, welchen Weg ich meine. Die es nicht wissen, guckt die Folge euch an. Das ist besser. Ich will es nicht erklären, welchen Weg ich jetzt gegangen bin. Ein Spiegel, dessen Oberfläche so makellos glatt ist wie stilles Wasser. Prüfen, Wirbelsturm. Was muss ich jetzt machen? Drachenzahn, ach so.
Das Licht, das vom Drachenzahn reflektiert wird, wird vom Spiegel absorbiert. Drachenzahn. Ey, ist das nicht das Ei, das wir in den Sumpf geworfen haben? Was? Okay, daraus wurde jetzt ein Drache. Ein kleiner Drache ist in diesem Spiegel zu sehen. Er ist der letzte Drache, der aus dem Drachenei geschlüpft ist. Und er fliegt mit atemberaubender Geschwindigkeit Richtung Finn. Wo denn? Ach du... Ja, er ist so schnell, dass man nur ein... Ah, da ist er ja. Okay, sieht aus wie ein normales Monster für mich. Tiefflug oder was? Ja, ist klar. Ein großer Drache ist das. Yeah, er hat uns lieb gewonnen. Was sagt er uns? Drache und Drachenritter sind wieder vereint. Was soll das jetzt heißen? Kann ich jetzt mit dem Drachen kämpfen oder was heißt das? Wo fliegst du hin, du Schwachmat? Wo ist er jetzt hingeflogen? Nach rechts? Er ist ein Dummkopf. Ein richtiger Dummkopf. Ah, okay, da ist dann draußen und wartet auf uns. Okay, das war das jetzt mit den Drachen. Damit können wir zum Wirbelsturm. Oder? Wo ist jetzt der Drache? Achso, da muss ich damit zum Wirbelsturm nur. Danach geht's. Also jetzt müssen wir zu Paul. Da zeige ich euch, wie ich das Blut... Warum gehe ich in die Kirche? Ja, die Kirche zieht mich immer an. Immer wieder. Okay, jetzt muss ich zu Paul ihn ansprechen. Vergiss es, Leute. Das ist selbst für mich eine Nummer zu groß. Der Wirbelsturm ist nicht zu besiegen. Prüfen, Wirbelsturm. Ihr wollt alle in Ärzte in den Wirbelsturm reinfliegen? Seid ihr des Wahnsinns? Na schön, schaut mal neben dem Bett an der Wand. Nehmt, was ihr braucht. Okay. Hier findet man Rubinpanzer, Ninja-Gewand, Diebeshandschuhe, Goldharnisch, Haarnadel, Blutklinge, Silberharnisch und Elixier. Blutklinge ist so gesagt das beste Schwert gegen den Endboss. Und ja, das beste Schwert kann man so sagen, ja. Also wenn ihr eine Chance haben wollt, holt euch das Ding. Wenn nicht, habt ihr viel schwieriger drauf. Ich muss jetzt ein paar Sachen kaufen, das zeige ich euch einfach jetzt mal. Ether habe ich einfach mal so viel es geht. Ja, beeil dich. Kaufen. Phönixfeder brauche ich nicht, eher Ether. Ja, okay, das war's dann, was ich holen musste. 9 Minuten habe ich verschwendet, egal. Speichern wir das mal ab. Und gehen wir mal in den Wirbelsturm. Ah, der Drache fliegt rein, sage ich ja. Ach du Kacke, wie das aussieht. Der Drache muss ja richtig leiden. War geil animiert für GBA. Hey, hey. Wieso kommt mir jetzt der Gedanke an Wario, wenn ich sowas sehe? Ach, das wird so... Wirbelsturm 1, erste Ebene. Okay. Das war's für heute und in der nächsten Folge geht das dann hier weiter. Tschüss.